Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch, wie wir zuckerfreie Xylitbonbons aus Salbeiblättern herstellen. Das Rezept funktioniert sowohl mit frischen Blättern als auch mit getrockneten. Ein wichtiger Hinweis gleich vorweg: Xylit ist für Hunde giftig, also falls ihr Hunde habt, entweder sehr gut aufpassen oder auf Xylit verzichten. Zunächst waschen wir die Salbeiblätter gründlich. Wir benötigen ca. eine gehäufte Handvoll frische Blätter oder falls ihr getrockneten Salbei verwenden wollt, reichen etwa 3 gehäufte Esslöffel. Dann breiten wir die gesäuberten Salbeiblätter auf einem Geschirrtuch aus und tupfen sie trocken bzw. lassen sie an der Luft komplett trocknen. Für unser Rezept ist besonders wichtig, dass kein Wasser enthalten ist. Falls ihr die Variante mit getrockneten Salbeiblättern machen wollt, ist natürlich Waschen und Trocknen unnötig. Dann entfernen wir von unseren Salbeiblättern die Stängel. Da wir die Blätter mörsern wollen, würden die Stängel dann eher stören. Die Salbeiblätter schneiden wir dann klein, um das Mörsern zu erleichtern. Falls ihr keinen Mörser habt, könnt ihr die Salbeiblätter auch mit dem Wiegemesser fein zerkleinern. Das ist besonders wichtig für den Salbeiauszug, den wir dann anschließend machen. Nun geben wir die zerkleinerten Salbeiblätter mit Xylit im Verhältnis von 1:1 in den Mörser. Falls ihr getrockneten Salbei benutzt, würde ich die dreifache Menge an Xylit benutzen. Nun mörsern wir das Ganze, bis sich das Xylit grünlich verfärbt bzw. die Blätter komplett zerkleinert sind. Diese Methode gleicht der von der Herstellung von Kräutersalz bzw. Kräuterzucker oder Blütenzucker, was wir schon in einigen anderen Videos gezeigt haben. Für den Fall, dass euch auch diese Videos interessieren, packe ich die Links zu einigen Anleitungen in die Videobeschreibung. Durch das Mörsern der Blätter werden hier die ätherischen Öle freigesetzt und die Essenz der Salbeiblätter verbindet sich mit den Xylitkristallen und somit überträgt sich das Aroma. Nun geben wir das Xylit-Salbei-Gemisch in einen Topf und erwärmen diesen vorsichtig. Das Xylit beginnt schon bei relativ niedrigen Temperaturen zu schmelzen. Die Zugabe von Wasser ist nicht nötig bzw. später beim Auskristallisieren der fertigen Bonbons sogar hinderlich. Sobald die Mischung hier klebrig wird, geben wir noch weiteres Xylit hinzu. Etwa nochmal die gleiche Menge, wie sich aktuell im Topf befindet. Dann bringen wir die gesamte Mischung bei kleiner Hitze im Topf unter ständigem Rühren zum Schmelzen. Habt ihr schon mal selber Bonbons hergestellt, mit Zucker oder mit Zuckeraustauschstoffen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls ihr diese Idee gut findet und ihr gerne mehr solche Rezepte zur Verarbeitung von Kräutern sehen wollt, dann könnt ihr sehr gerne auch unseren Kanal abonnieren. Wir zeigen regelmäßig, was wir an Kräutern verarbeiten. Das Xylit ist nun fast vollständig geschmolzen. Wir haben hier eine sehr klebrige Masse. Wir rühren weiter, bis überhaupt keine Kristalle mehr zu sehen sind. Als nächstes müssen wir die Flüssigkeit filtern. Dazu haben wir ein Metallsieb vorgewärmt und ebenfalls die kleine Glasschüssel, die wir hier verwenden, auch vorgewärmt, da das Xylit bei Abkühlen sofort erstarrt. Wir gießen nun den Inhalt des Topfes durch das Sieb und filtern die Flüssigkeit. Die Rückstände drücken wir gründlich aus. Da sich in der Flüssigkeit dann immer noch kleine Blätter befanden, gießen wir das Ganze einfach nochmal durch das Sieb. Hier ist übrigens schnelles Arbeiten angesagt, da sich die Masse sehr schnell abkühlt und sich dann eine Haut bildet bzw. sich die Flüssigkeit an den Rändern festsetzt und hart wird. Als nächstes füllen wir die Masse mit Hilfe einer Pipette in kleine Gummibärchenformen aus Silikon. Pralinenformen sind hier ebenfalls geeignet. Sehr wichtig ist hier auch, dass sich in den Formen keine Wassertropfen befinden. Setzt man der Masse Wasser zu, auch wenn es nur eine kleine Menge ist, werden die Bonbons hinterher nicht fest. Wie gefällt euch die Idee mit den Kräuterbonbons? Sollen wir das Ganze auch noch mit anderen Zuckeraustauschstoffen versuchen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. So, nach circa einer Stunde Wartezeit sind jetzt die meisten Bonbons auskristallisiert. Das könnt ihr hier sehen an der helleren Farbe. Was man hier ganz gut beobachten kann, ist ein strahlenförmiges Kristallwachstum, ähnlich wie bei den Taschenwärmern, wo man ein kleines Metallplättchen knicken muss und dann kristallisiert eine Flüssigkeit aus und wird heiß. So ähnlich sieht das hier auch aus. Das Endprodukt löst sich dann sehr leicht aus der Form und klebt auch nicht.
Experiment geglückt, würde ich sagen. Mittlerweile haben wir alle Bärchen herausgelöst, so sehen sie aus. Wie findet ihr sie? Der Geschmack ist intensiv nach Salbei. Das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video.